So, jetzt haben wir eine einfache Landschaft, Wasserfall. Wenn man das Glück hat, kann man den groß auf unserer Erde erleben, aber auch im ganz Kleinen, ein kleiner Gebirgsbach, der links in der Ecke zu sehen ist. Jetzt sieht man im Detailausschnitt exakter, wie lieblich so ein einfacher, kleiner Gebirgswasserfall sein kann. Es muss nicht immer ein Niagarafall darstellen. Ich sehe jetzt noch bei der Figur den Apfel, also Aphrodite. Aphrodite ist ja die Schaumgeborene, wie sie heißt, und dadurch ist der Wasserbezug auch dekorativ hineinzuarbeiten. Und wenn wir schon beim Wasser sind, dann kann natürlich der Poseidon nicht fehlen. Übrigens heißt er bei den Römern Neptun. Er ist ja eigentlich der Bruder von Zeus. Der dritte Bruder war Hades. Aber der Zeus war natürlich der Chef. Er hatte Himmel und Erde, Hades die Hölle. Und Neptun begnügt sich aber mit Freude mit dem Wasser. Deshalb auch dieser speiende, stolze Wasserstrahl.